Hallo zum heutigen Gespräch mit der lieben Ricarda Kolditz. Sie ist mir bekannt als die leise Mutmacherin und ich weiß gar nicht, wie wir uns genau kennengelernt haben. Ich glaube, über LinkedIn auch und Instagram teilweise gefunden. Und ich habe Ricarda heute zum Gespräch eingeladen, weil wir heute über das Thema mutig sichtbar sein sprechen wollen. Und ich finde das ganz wichtig für uns Introvertierte, aber vielleicht auch für dich, wenn du eher Richtung extrovertiert bist, je nachdem. Das Spannende bei Ricarda ist sogar, dass sie einen Verlag gegründet hat, wo sie Bücher übersetzt teilweise und für Introvertierte vor allen Dingen da ist. Und ich dachte mir, vielleicht, Ricarda, möchtest du mehr noch ein bisschen über dich erzählen, dass wir dich genauer kennenlernen. Ja, vielen Dank, liebe Verena, für die Einleitung und für die Einladung, dass ich hier sprechen darf und einfach andere ermutigen darf, auch sichtbarer zu werden. Ja, ich habe einen Verlag gegründet. Das ist ganz spannend. Ich war ja schon viele Jahre selbstständig als Übersetzerin und da ja so, naja, so mehr oder weniger erfolgreich und auch nicht so 100% zufrieden. Und ich bin dann über ein Buch gestolpert, wo es ums Netzwerken ging, ums Netzwerken als Introvertierter. Und das hat mir so die Augen geöffnet und ich habe so verstanden, ah, das habe ich bis jetzt vermieden und ich habe dann auch verstanden, warum. Und das Tolle an dem Buch ist, es hat mir gezeigt, wie ich es natürlich als Introvertierte gut machen kann. Und das hat mich halt so gepackt, dass ich gesagt habe, hey, ich will das unbedingt selbst übersetzen. Und um die Übersetzungsrechte kaufen zu können, war die Gründung des Verlags sozusagen der rechtliche Rahmen. Und ich habe dann die ersten beiden Bücher übersetzt, das eine zum Netzwerken, das andere zum Verkaufen als Intro. Und habe dann natürlich die Inhalte auch aktiv angewandt und umgesetzt und habe mich auf LinkedIn mehr und mehr vernetzt. Ich war schon viele Jahre auf LinkedIn, aber habe faktisch erst so seit 3, 3,5 Jahren LinkedIn aktiv genutzt und bin dort halt auch sichtbarer geworden. War nicht immer so ganz einfach für mich, musste ich auch erst lernen. Aber ich habe mich dann gezielt vernetzt und dadurch sind auch noch zwei andere Buchprojekte entstanden, so Art Erfolgsjournale, wo andere Leute mitgewirkt haben. Und das war einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und das hat auch dabei geholfen, dass wir gegenseitig sichtbarer wurden. Also wir alle, die mitgemacht haben bei den Buchprojekten, haben sich sozusagen beteiligt, an der Werbung und es hat uns allen geholfen. Glaube ich. Sehr schön. Ich finde das super, dass du sagst, ich widme mich den Introvertierten, denn ganz oft ist es ja so, klar, wir schreiben gerne, aber dann ein Buch rausbringen ist einfach so ein riesiger Schritt in die Sichtbarkeit. Und finde das ganz toll, dass du denen so ein bisschen die Hand reichst dadurch. Ja. Ja, also ein Vorteil, den ich habe als Introvertierte, ist, ich achte natürlich sehr auf die Details. Ich bin wirklich detailversessen, um nicht zu sagen perfektionistisch. Das hilft natürlich bei einer Buchproduktion, wo man wirklich auf die Kleinigkeiten achten muss. Aber ich habe halt gemerkt, Perfektionismus kann auch bremsen, wenn man sich dann nicht so traut oder wenn man 10-mal jetzt zum Beispiel einen LinkedIn-Beitrag feilt. Und ich habe mich in den letzten 2 Jahren sehr ausführlich damit beschäftigt, wie ich auch Perfektionismus, also diesen hemmenden, bremsenden Perfektionismus überwinden kann, damit dann zum Beispiel ein LinkedIn-Beitrag auch wirklich gepostet wird. Und ich habe gemerkt, manchmal war es auch so ein bisschen die Angst vor dem eigenen Erfolg, die mich so in meiner Sichtbarkeit gebremst hat. Und ja, auch so dieses Imposter-Syndrom. Wer bin ich eigentlich, dass ich hier so und so auftrete? Und nach und nach habe ich dann gelernt, doch, ich habe was zu sagen. Ich kann das auch selbstbewusst rüberbringen und es hilft anderen. Also es kamen dann auch viele Rückmeldungen, oh danke und das Buch ist super und schön, dass du es übersetzt hast und hey, das ist cool, dass du speziell für die Introvertierten was machst. Ja, genau. Und das hat mir schon auch geholfen auf meinem Weg in die Sichtbarkeit. Also würdest du schon sagen, dass dich am meisten Mut gekostet hat, in die Sichtbarkeit zu gehen, wirklich mit diesem Perfektionismus, Imposter-Syndrom umzugehen? Ja. Ja. Ja, also gerade weil Introvertierte ja nicht so die Selbstdarsteller sind. Also
wenn man dann viel so die Selfie-Videos sieht, dann fragt man sich ja, ist das auch was für mich oder eher nicht? Und wie kann ich es anders machen? Also ich habe inzwischen auf LinkedIn natürlich auch einige Videos gepostet, aber da geht es nicht um mich. Da geht es um den Mehrwert, den ich meiner Zielgruppe biete. Und jetzt so typische Selfie-Fotos findet man bei mir nicht. Also ich muss nicht ständig irgendwo mein Bild sehen, weil es geht ja um die Inhalte. Da ist es mir viel wichtiger, dass mein persönlicher Markenname hängen bleibt, also die leise Mutmacherin, weil daran erinnern sich Leute. Wie ich nun konkret aussehe, ist dann erstmal zweitrangig. Ja, ich muss sagen, ich habe mich auch sofort an diesem leise Mutmacherin festgebissen. Also das war von Anfang an hat das irgendwie was mit mir gemacht. Also das hat mich sofort irgendwie bewegt. Und wir sind ja dann auch immer mehr irgendwie in Berührung gekommen und haben uns immer wieder irgendwo mal gesehen. Und ja, ich finde es total toll, dass du das sagst, dass man dieses so auch irgendwie damit Sichtbarkeit machen kann, indem man kleine Worte nutzt teilweise, ne? Dass es gar nicht so viel braucht. Und ich finde es ganz wichtig, was du noch sagst, dieses, es braucht einen Inhalt. Ja? Also nur das Mittagessen, das sage ich auch immer wieder, nur das Mittagessen, das kann mal ganz interessant sein, aber es ist halt kein richtiger Inhalt für Leute, die vielleicht mit dir zusammenarbeiten wollen. Genau. Und was mir auch noch geholfen hat, das habe ich jetzt gerade letztes Jahr speziell umgesetzt, ist so die Sichtbarkeit, die ich vorbereiten kann. Also zum Beispiel gezielte Pressearbeit, dass ich Gastbeiträge anbiete bei speziellen Magazinen oder Journalen, um auch über LinkedIn hinaus sichtbar zu sein. Also Social Media ist ja schön und gut, aber es gibt ja auch noch eine ganze Offline-Welt. Und das sollte man nicht vergessen. Und gerade so die Gastbeiträge oder auch für ein Magazin sich interviewen zu lassen, das sind tolle Möglichkeiten, um sichtbar zu werden, um als Experte wahrgenommen zu werden. Und die erfordern ein bisschen Vorbereitung, dass man an die richtigen Leute rankommt, dass man das Richtige zusammenschreibt, die richtige Textmenge. Aber das kostet nicht so sehr die Überwindung, wie jetzt zum Beispiel ein Selfie-Video. Ja, klar. Ne? Also ich finde auch Videos zum Beispiel muss man sehr viel üben. Man sehr viel erstmal sich trauen, überhaupt eine Aufnahme zu machen und dann noch zu veröffentlichen. Und wenn du sagst, zum Beispiel in der Pressearbeit oder Offline-Werbung, kann man sich so gut vorbereiten. Ich finde, das ist ein richtig wichtiger Punkt. Also mittlerweile mache ich auch sehr viel online, aber früher habe ich sehr viel offline gemacht. Als ich vor 12 Jahren gestartet bin, habe ich nur offline fast geworben. Und das war eine andere Art Arbeit, aber du hast recht, man hat einfach diesen Vorbereitungseffekt, ne? Genau. Und das hilft uns Introvertierten ja auch wieder, selbstbewusster rüberzukommen, weil so die Spontanität liegt uns ja meistens nicht. Also ja, weshalb mögen wir kein Smalltalk? Weil wir nicht spontan sind und oberflächlich sein wollen. Aber die tiefgründige Vorbereitung, das ist einfach was, was uns auch Sicherheit gibt. Würdest du sagen, dass du auf die Art und Weise am liebsten sichtbar wirst, oder würdest du sagen, da gibt es noch andere Punkte, wie du am liebsten sichtbar wirst? Das ist eine gute Frage. Es ist ein Aspekt, und ich bin auch immer noch dabei, andere Aspekte auszuloten. Videos sind ein gutes Mittel, um zum Beispiel Vertrauen aufzubauen, Ja. aber man muss dann sehr für sich austesten, in welchem Maße. Wie viel Energie kostet es mich? Und ist es für mich im Moment nicht einfacher, irgendwie zum Beispiel Pressearbeit zu machen, also Texte zu schreiben? Ja, wichtig ist, so die eigene Komfortzone zu erweitern. Also immer mal wieder ein bisschen austesten, was traue ich mich noch, wo fühle ich mich vielleicht noch nicht wohl, aber wo kann ich jemanden ins Boot holen, der mich ermutigt? Ich sage nur leise Mutmacherin, mit konkreten Schritten. Also ja, ich zeige dann auf, welche konkreten Schritte man gehen kann. Und halt nicht so. Ja, ich sag mal, nicht beim Status quo stehen bleiben. Also es gibt immer Möglichkeit zur Verbesserung, ohne dass man sich verbiegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das Ziel ist ja nicht,
extrovertierter zu werden und jetzt auf allen Hochzeiten zu tanzen und hier ein TikTok-Video und da auf Instagram was und hier auf LinkedIn ja irgendwelche Videos oder Sachen, wo ich mich nicht wohlfühle, sondern erstmal auszuloten, was passt zu mir und mit kleinen Schritten anzufangen. Sehe ich ganz genauso wie du. Also vor allen Dingen dieses erstmal auch gucken, dass man nicht stehen bleibt, nur weil ich habe das viel bei meinen Kundinnen, die sagen, ja, ich bin introvertiert und alle sagen mir, deswegen schreibe ich Texte. Ich schreibe auch unheimlich gerne zum Beispiel, aber ich habe gemerkt, dass eine Stärke bei mir doch im Video auch liegt. Und das hat natürlich ganz viel gearbeitet und ganz viel innere Arbeit und trau dich und mach mal einfach und versuch mal. Und sich dann einfach auch mal eine Tür zu öffnen, zu sagen, okay, nur weil ich introvertiert bin, muss ich jetzt nicht nur Blogartikel schreiben. Sondern ich darf auch, wie du sagst, auch, ich finde trotzdem Pressearbeit auch ein Rausgehen starkes. Ne? Ich darf auch diese Wege nochmal beschreiten. Ne? Genau. Wichtig ist es, dass man sich nicht selbst wieder zurück in die Schublade steckt. Natürlich schreiben viele Introvertierte gern. Das heißt aber nicht, dass es für alle das erste Mittel der Wahl ist. Und das, ja, das passiert dann ganz schnell, dass wir sagen, ach ja, okay, ich weiß, ja, ich bin jetzt introvertiert, vielleicht noch hochsensibel dazu. Okay, schreiben fällt mir leichter, also mache ich nur schreiben. Damit schränkt man sich schon wieder selbst ein. Ja, sehe ich auch so. Also lieber ein bisschen den Weg offen lassen und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie das dir geht, viele sind ja auch kreativ noch mit dabei und haben ganz schön Potenzial noch eigentlich in sich, um sich da so ein bisschen auszuweiten und neu sichtbar zu werden. Und manchmal finde ich das einfach dann traurig, dass wir uns dann doch wieder den Käfig aufsetzen. Ne? Das stimmt. Und es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, um sichtbar zu werden. Also einige schreiben in ein Expertenbuch. Das ist jetzt nicht für jeden geeignet. Aber andere, die jetzt zum Beispiel so als Coach oder Berater unterwegs sind und eben anderen helfen, die können zum Beispiel ein Erfolgsjournal herausgeben oder wie auch immer man es dann nennt, Dankbarkeitsjournal. Aber was Personalisiertes, was über den Buchhandel, ich sage nur, Hallo Verlag, überall erhältlich ist mit dem Personal Branding, aber zum Ausfüllen für die Zielgruppe. Und das ist auch ein Mittel, um sichtbar zu werden. Also man muss jetzt nicht einfach nur fünfmal die Woche auf LinkedIn was posten. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Ja, absolut. Und ich glaube, manchmal braucht man dann einfach mal so diese Ideen auch. Was kann man machen? Was möchte ich auch? Wir haben das aufgeschrieben. Regelmäßigkeit haben wir noch als Thema mit uns aufgeschrieben für hier. Was möchte ich auch langfristig umsetzen? Also es ist für mich immer ein wichtiges Thema, dass man, wenn man das macht, vielleicht auch mal in die Langfristigkeit denkt. Und wie siehst du das, wenn man nicht so viel Mut hat, um regelmäßig sichtbar zu sein? Was würdest du dann erstmal empfehlen? Also einmal im Monat ist ja auch regelmäßig. Vielleicht muss man für sich erstmal regelmäßig definieren. Und ich glaube, jeder, der mit Herz und Verstand in seinem Business aktiv ist, dem fällt ganz, ganz viel ein. Und vielleicht muss man sich einfach mal 2 Stunden die Woche hinsetzen und ein bisschen brainstormen. Und die Sachen runterbrechen, den Content, den man rausgeben möchte, und sich überlegen, okay, das ist jetzt vielleicht was für einen Textpost. Hier könnte ich ein Mini-Video machen. Hier könnte ich vielleicht eine Slideshow machen und einfach mal Sachen vorplanen. Vielleicht auch schon ein Stück vorproduzieren. Und man kann auf LinkedIn ja die Beiträge terminieren, also dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch angezeigt werden. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man zu dem Zeitpunkt dann trotzdem vom Computer ist, um auf Reaktionen, also auf Kommentare wieder zu reagieren. Aber es nimmt den Druck raus, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag produktiv sein muss und jeden Tag kreativ sein muss, jeden Tag sichtbar sein muss. Aber es ist eine gewisse Planung und diese Planung, die schafft dann die Regelmäßigkeit. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, meine Regelmäßigkeit ist, dass ich erstmal einmal pro Woche einen LinkedIn-Post poste. Das ist okay.
Das ist einmal pro Woche mehr, als wenn man es gar nicht macht. Und vielleicht kommt man dann zu einem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich da eine Routine entwickelt, jetzt fühle ich mich wohler dabei, jetzt habe ich noch viel, viel mehr Ideen, was ich rausgeben kann. Jetzt mache ich halt zwei Posts in der Woche. Ich denke, wichtig ist es, dass man sich nicht selbst unter Druck setzt. So nach dem Motto, du musst mindestens fünfmal die Woche, du musst das und das und das, du musst. Schrecken wir Introvertierten ja ganz automatisch zurück. Also ich würde sagen, viele schrecken da zurück, wenn so ein langer Katalog kommt an, du musst. Wichtig ist es, das für sich selbst runterzubrechen, was einem selbst gut tut, nicht zu viel Energie raubt, und wo man aber trotzdem so ein bisschen seine Komfortzone erweitert. Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Also ich mache Content auch genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Planung viel. Ich mache sehr großen Content, wie Videos und Blogartikel und haue das dann auf die kleinen Sachen runter. Ich finde es so super, dass du gesagt hast, man kann klein starten, weil viele sehen das, auch bei mir sehen das viele. Ich mache viele Beiträge, auch auf Instagram und sowas, aber die vergessen einfach, wie viel Vorarbeit da ist, über Jahre auch hinweg, ne? Also, dass man das auch geübt hat, wie du sagst ja auch, du bist 3 Jahre auf LinkedIn. Ich meine, das ist eine ganz andere Sache mittlerweile, als wenn ich einen Monat dort bin. Wenn ich einen Monat wirklich das erste Mal Beiträge poste, ich würde immer klein anfangen und erstmal gucken, was passiert, wenn ich einen Beitrag poste, ne? Wie reagieren die Leute? Ich finde es das gut, dass du das gesagt hast. Die Planung ist wichtig, aber auch dieses kleine Schritte langsam steigern und zwischendurch mal wieder von 1 auf 2 Postings oder verschiedene Arten auch mal posten, ne? Genau. Was viele auch vergessen ist, wie wertvoll es ist, bei anderen Posts zu kommentieren. Das ist ja auch Sichtbarkeit. Da wird ja auch das Bild und der kurze Slogan mit angezeigt. Und vielleicht auch bei Leuten kommentieren, die jetzt außerhalb der eigenen Bubble sind. Auch mal bei Leuten kommentieren, die vielleicht eine ganz große Reichweite haben, weil es gerade ein interessantes Thema, ein interessanter Post ist. Das heißt ja nicht, dass man denen jetzt nun tagtäglich folgen muss. Aber das bringt auf jeden Fall was. Also man wird wirklich sichtbarer und es kommen dann auch Vernetzungsanfragen, die sagen, hey, ich habe dich da gesehen, du hast dort einen Kommentar hinterlassen, finde ich ja spannend, lass uns mal austauschen. Und das Ziel der Sichtbarkeit ist ja nicht nur, dass wir sichtbar werden, sondern dass Kundinnen oder Kunden automatisch zu uns kommen. Dass wir uns gar nicht abstrampeln müssen, um jetzt zu Aufträgen zu kommen, sondern dass wir durch diese Präsenz einfach Leute anziehen, die auch zu uns passen und die uns dann anfragen. Ja, das sehe ich auch so. Ich finde immer diesen Kontrast ganz gut, zu sagen, ich suche Kunden oder ich ziehe Kunden an. Ja? Und das ist es ja, wenn ich vorgehe, wenn ich die ersten Schritte mache, haben andere überhaupt die Möglichkeit, mich zu finden. Ja? Genau. Und das hast du einfach so gut beschrieben, dieses, geh einfach raus und lass dich finden. Ja? Ja, das stimmt. Und einen Tipp würde ich noch geben, und zwar der persönliche Markenname. Also bei mir ist es jetzt leise Mutmacherin und ich bin auch nicht innerhalb von einem Tag darauf gekommen. Aber der persönliche Markenname ist etwas, was neugierig macht. Sollte auch nicht zu offensichtlich sein, also sollte jetzt nicht irgendwas mit Coach oder so im Namen sein. Und wenn ich irgendwo hingehe und mich vorstelle, hallo, ich bin die leise Mutmacherin, Ricarda Kolditz, mache eine Pause, dann kommen da Fragen. Was machst du? Wieso, weshalb, warum? Und das ändert so ein bisschen die Chemie in mir. Also als Introvertierte stelle ich mich nicht selbst in den Mittelpunkt. Aber wenn ich konkret gefragt werde, was ich mache, dann bin ich dann natürlich vorbereitet und kann darauf antworten. Und das hilft uns gerade in diesen Situationen, wo wir uns vorstellen müssen bei Netzwerkevents, wo fremde Leute auf uns zukommen, wo wir in den Austausch gehen müssen. Das ist einfach eine super Möglichkeit, ein tolles Mittel, um Neugier zu wecken. Und das Gespräch in Gang zu kriegen. Genau, deswegen ja, würde ich jeden ermutigen, darüber nachzudenken, sich einen persönlichen Markennamen zuzulegen. Wie man dazu kommt, jetzt will ich es doch noch mal hochhalten.
Das ist in dem Buch beschrieben, der Pfad der Introvertierten zum Networking. Und manchmal hilft es ja nicht, einfach nur ein Buch zu lesen. Also inzwischen unterstütze ich auch aktiv, diesen Prozess durchzugehen, wie man zu so einem persönlichen Markenname kommt, der dann auch passt, mit dem man sich wohlfühlt. Also das ist ja auch wieder was. Wir müssen uns damit wohlfühlen, und nicht den Eindruck haben, oh, jetzt habe ich da irgendwie eine Maske auf mit diesem Namen, jetzt verbiege ich mich. Das wäre ja das völlig falsche Ergebnis. Ja, absolut. Also wenn es in dieses Verbiegen geht, auch beim Aussprechen ist es dann ja oft hinderlich, ne? Ja. Weil du sagst es so, man merkt einfach, leise Mutmacherin passt. Das ist so, das symbolisierst du auch, ne? Und das ist ja wirklich genau das, was eigentlich nach außen getragen werden soll am Ende, ne? Dieses, was trage ich im Inneren nach außen, wie so ein Logo, ne? Genau. Es ist ein bisschen was anderes als ein Logo, aber es gehört mit dazu. Also bei mir ist das Leise ja so einerseits die Art, wie ich auftrete, aber leise ist auch so ein Synonym für introvertiert. Und das, ich bin introvertiert und das ist auch meine Zielgruppe. Also da verstehen wir uns. Und Mutmacherin, aber auch deshalb, mir ist es wichtig, dass man eben nicht stehen bleibt und nicht selbst sagt, ach, also nicht in so eine Opferrolle fällt, so nach dem Motto, ach, ich bin introvertiert, ich kann das nicht. Man kann ganz, ganz viel lernen. Egal, was man für eine Persönlichkeit hat, kann man wirklich Dinge für sich neu entdecken und lernen, dazulernen. Ohne dass jetzt zum Beispiel Extrovertierte sagen, mach jetzt Tipp ABC und dann merkt man, es passt nicht. Aber auch Introvertierte können reden. Und da bin ich einfach immer wieder dabei, lass dich nicht in eine Schublade stecken. Bleib nicht stehen bei dem, wie du bist. Du kannst dich weiterentwickeln. Und da helfe ich dir gern dabei. Da mache ich dir Mut. Also du würdest auch sagen, dass man mutig sichtbar sein trainieren kann, ne? Da sind wir uns beide, glaube ich, Auf einig. jeden Fall. Auf jeden Ja. Fall. Also ich habe es ja auch gelernt. Und das zeige ich dann immer wieder. Guck mal, welche Reise ich oder welche Schritte ich gegangen bin, wie meine Reise bisher aussah. Ich bin jetzt an dem Punkt, aber schaut mal, wie meine Anfänge waren. Auch alles andere als perfekt. Und trotzdem bin ich noch da. Trotzdem Ja. hat mir noch keiner den Kopf abgerissen. Also es ist okay. Ich sage das auch immer. Ich sage das immer bei meinen YouTube-Videos. Das Tolle an YouTube ist ja, man kann ja die Ältesten zuerst anzeigen. Man sieht da auch bei mir die Entwicklung, ne? Also, wie es gegangen ist. Und ich finde das so schön, dass du das sagst. Jeder startet bei Null. Es gibt nicht dieses sofort 100%. Das gibt es auch nicht bei den ganz, ganz Großen und Erfolgreichen. Da steckt so viel Arbeit oft hinter. Und auch vielleicht hinterher auch Teambildung und sowas, ne? Dass man so viele Leute hat, die einfach die Fähigkeiten haben, um das Perfekte aufzubauen, was angeblich nach außen sichtbar ist. Und ja, das ist sehr wertvoll, dass du sagst, starte bei null. Du darfst damit anfangen, ne? Ja. Genau. Und manche müssen auch erstmal alleine anfangen und sich Sachen anlesen, Sachen ausprobieren. Und manche sagen halt, ja, ich starte bei null, zeig mir doch mal, wie es geht. Also das ist auch ganz unterschiedlich, ganz individuell. Und manche kann man halt an die Hand nehmen und einen Schritt weiterführen und manche wollen es einfach selbst ausprobieren. Und das ist okay so. Genau. Ich finde auch, man hat manchmal so diese Phasen, ne? Manchmal möchte man alleine arbeiten und dann merkt man wieder, es ist Zeit, sich Unterstützung zu holen. Und ja, da sind wir beide ja eigentlich, die Wegbegleiterin, je nachdem, in welchem Bereich, du auf jeden Fall auch fürs Netzwerken. Und ich danke dir sehr, dass du heute hier mit dabei warst. Ja, sehr Ich gern. möchte aber noch sagen, wir legen noch mal einige Links unters Video. Vielleicht sagst du es nochmal, sind zwei Bücher noch, die auch noch mit dazu kommen, oder? Also eigentlich drei. Es gibt die zwei von Matthew Pollard. Das ist noch das zum Verkaufen, der Pfad der Introvertierten zum Verkaufen. Ganz, ganz wertvoll, wenn man selbstständig ist oder eine kleine Firma hat und so am Anfang steht und sich nicht traut. Beim Verkaufen so den schleimigen Gebrauchtwagenhändler im Kopf hat und denkt, das bin ich nicht, musst du auch nicht sein. Und die anderen beiden Bücher sind diese Erfolgsjournale. Also einmal von introvertiert zu positioniert und das andere, sie haben es drauf, du auch. Genau, die sind auf jeden Fall auch von dir im Verlag verlegt, ne? Genau.
Das sind die vier Aber Bücher, die es jetzt in meinem Verlag gibt. ja. Und genau, ich bin auch gespannt, was noch so demnächst entsteht. Also ich habe ja auch immer viele Ideen. Genau, Ja. kann gespannt sein. Ja, auch wieder neue Schritte aus der Komfortzone vielleicht. Ja, genau. Wir verlinken das alles unter dem Video. Ich mache auch noch allgemeine Sachen. LinkedIn-Account von Ricarda bekommst du auf jeden Fall auch und kannst dich dann mit ihr vernetzen. Und ja, ich danke dir für das Gespräch und würde sagen, bis demnächst. Ja, sehr gern. Vielen Dank und bis demnächst.